Was ich auch eigentlich gut fände von Kui, wenn sie das gesperrt haben in der Zeit. Ich weiß zwar, dass man kurz vor Gildenende die Leute wohl irgendwie kicken kann. Aber ob man freiwillig austreten kann, das weiß ich jetzt wiederum nicht. Das wäre natürlich eine Sache, die ich dann einfach nochmal ausprobieren möchte. Ja, schon wieder Energie. Jetzt müssten wir mal bei 12 Energie sein. Das bedeutet, wir können allein mit der, wenn wir nur mit einer Person kämpfen, noch viermal kämpfen mit der Energie. Und bevor es wieder jemand in die Comments schreibt, ja, ich kann mir für Echtgeld Energie kaufen, aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht wirklich. Es sei denn, man hat vor, halt irgendwie unter Zeitdruck nochmal bis hochzukommen, damit man eine Plusrüstung craften kann oder. Aber für mich jetzt an sich eher unrelevant. Auch mit diesem Charakter, der ist nur in Anführungsstrichen 71. Da ist das Erreichen der Plusrüstung sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr. Ja, ich wurde auch mal in einem Comment gefragt, was für ein Level man haben muss, um die Epic-Rüstung zu bekommen. Das ist total unterschiedlich. Ihr braucht einerseits, braucht ihr selber die richtige Rüstung, die relativ hoch ist, die die entgegengesetzten Elemente beherbergt. Dann braucht ihr natürlich die passenden Freunde. Wobei es da nicht unbedingt immer nur der vorteilhafteste Fang ist, wenn ihr jemanden mit einer Nemesis-Rüstung habt. Es gibt auch sehr, sehr gute normale Rüstungen oder Epic-Rüstungen. Wenn die Leute dann Level 100 sind und einfach dreimal mehr draufhauen als der Level 20-Freund mit der Nemesis-Rüstung, dann machen die trotzdem mehr Schaden. Wenn ihr das mal so grob anguckt und im Kopf überschlagt, wenn ihr das dann von den Werten her seht, einfach da ein bisschen aufpassen und gucken, ob und wie und was sich lohnt. Und ansonsten, ja, muss ich leider zugeben, habe ich für die ersten Epic-Rüstungen, die ich mir geholt habe, habe ich einfach Energie ausgegeben. Und da würde ich euch auch empfehlen, kauft euch nicht Energie ausgegeben, Gems ausgegeben. Und da kauft euch nicht hier oben die Energie, meiner Meinung nach, sondern nehmt eure ganzen drei Leute mit, nehmt noch zwei Freunde mit. Davon alles das Beste, was geht. Und wenn ihr wirklich wisst, ihr schafft es dann mit allen auch nicht, dann nehmt ihr 10 Gems. Oder 8 Gems, weiß ich gar nicht, wie viel das eigentlich jetzt kostet. Belebt die einfach alle wieder. Dann habt ihr noch euren Balken hier unten angeladen. Ihr habt die ganzen starken Leute wieder dabei, weil wenn ihr nur Energie kauft, könnt ihr eure Leute mitnehmen und zwei andere Freunde. Bedeutet, diese zwei starken Freunde vom ersten Mal sind nicht mehr für euch verfügbar. Das nur nochmal wieder als Tipp. Ich habe darüber auch schon Videos gemacht, bitte nachgucken. Aber ansonsten, ja. Es ist halt wirklich schwierig. Gerade die ersten Epic-Rüstungen, finde ich, bekommt man sehr, sehr schwer. Epic, sage ich schon. Epic-Boss-Rüstungen, die 4-Sterne-Rüstung Legendary. Epi, nochmal Energie. Es scheint ja doch jetzt hier ein bisschen besser zu laufen mit der Energie. So. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch auf Stufe 10. Warum ich diese Rüstung benutze, obwohl ich ein Element habe, wo ich angreifbarer bin und wo ich den, also wo ich anderthalbfachen Schaden anstatt nur einfachen Schaden bekomme. Die Rüstung selber verursacht anderthalbfachen Schaden, das ist schon mal ein Vorteil, vor allem später, wenn ich nicht mit einem Schlag oder mit 3, 4 Schlägen die, das Monster töte. Des Weiteren, wenn ich... Bin ich der Meinung, wenn ich einen Charakter von mir benutze mit einer sehr fortgeschrittenen Rüstung, dann machen auch die Freunde, die ich rufe, mehr Schaden. Ich habe meine mal festgestellt zu haben, wenn ich eine schwächere Rüstung anziehe, dass dann auch die Freunde schwächeren Schaden machen. Also die gleichen Freunde. Kann auch Einbildung gewesen sein oder. Da könnt ihr gerne auch eure Erfahrungen mal in die Comments wieder schreiben, was ihr davon haltet, ob ich da vielleicht einfach nur falsch gerechnet habe oder. Ansonsten, ja, gibt es halt noch die Möglichkeiten, dass ihr, wenn ihr halt auf zweimal betteln müsst, dass ihr wartet, bis eure Energie auf 10 ist. Ihr nehmt zwei von euch, zwei Freunde mit, fightet erstmal, dann wartet ihr über anderthalb Stunden. Dann habt ihr drei neue Punkte, dann habt ihr wieder 6 Punkte, dann könnt ihr einen von euch und zwei Freunde nehmen, weil die Freunde meistens doch stärker sind. Die Hauptcharaktere haben mehr Leben. Mehr Leben bedeutet öfter zuschlagen und selbst
wenn dann auch mal die Werte ein bisschen schlechter sind als vielleicht von einem von euren Nebencharaktere, haben die trotzdem mehr Möglichkeit, den Schaden anzubringen und dementsprechend auch mehr Möglichkeit, damit durchzukommen und den Gegner zu töten. Na super, vorhin konnte ich einen Powerschlag machen, jetzt hat er ihn wieder mit mehreren kritischen Treffern direkt erledigt. Ja, die 10 sollte machbar sein. Ja, ich glaube, jetzt habe ich wieder alle meine Weisheiten rausgehauen. Und für die genauere Erklärung gibt es, wie gesagt, Videos von mir, aber auch von anderen YouTube-Usern. Ich bin ja nicht das Maß der Dinge. So. Ich glaube, wir haben es bald. Bald ist die Energie leer. Und das Konto wieder voll mit schönen, schönen Stone Slaps. Ich hoffe, die heißen so. Ach, was sage ich denn? Snake Skin, Lizard Strips. Die anderen, die Stones, die gibt's ja nur, wenn man Pech hat. 11 Punkte bedeutet, wir können noch dreimal gegen sie antreten mit einem Charakter. Neben mir sitzt meine Frau, guckt gerade ganz interessiert und gehend vor sich hin. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Reaktionen bei eurem Partner hervorruft, wenn ihr dieses Spiel spielt. Jetzt grinst sie. Ja. Weg mit ihm. Ich möchte hier auch mal in diesem Video meine Frau loben, die mich überhaupt solche Spiele spielen lässt. Ich habe auch schon gehört, dass es manche Ehepartner gibt, die gegen solche Sachen sind. Gut, sie hat leider aus Versehen letztens einen Kontoauszug von mir in die Finger bekommen, wo sie gesehen hat, was ich auch schon für das Geld, für das Spiel ausgegeben habe. Ja. Sie sagte gerade, du lebst ja noch. Also, das tue ich tatsächlich. Ich bin kein Geist. Ich bin nicht aus dem Jenseits zu euch. Auch wenn ich mich manchmal so fühle in meinem fortgeschrittenen Alter. So. Ja. Noch zweimal, wenn es keine Zusatzenergie mehr regnet. So. So. Ja, ich werde leiser, weil mir die Gesprächsthemen ausgehen. Ja, die Nemesis-Rüstung finde ich diesmal nicht so toll. Ich fand die von Fenris, fand ich richtig cool. Das hatte so richtig schön mit kleiner Armbrust in der linken. Ja, fand ich nett gemacht. Soweit ich aber weiß, hatte man trotzdem nicht den Erstschlag. Deswegen, vielleicht erfinden sie da ja auch nochmal irgendwann eine tolle Super-Rüstung, wo man erst Schlag hat. Nachdem sie ja auch diese Universalrüstung mit reingebracht haben, die gegen alles doppelten Schaden macht, anderthalbfachen Schaden. Und, oh, schade, ich hätte gedacht, dass ich ihn mit dem Powerschlag jetzt kriege. Ich werde auch nächste Runde werde ich eine zweite Person mitnehmen. Müsste von den Punkten her reichen, weil das mir jetzt doch langsam zu knapp wird mit den Lebenspunkten. Und Level 10, das ist doch schon mal was. Natürlich gibt es genug Leute, die im Level höher sind, die bessere Rüstung haben, vor allem passendere Rüstung, die locker bis 15 kommen, ohne einen Freund dazu nehmen zu müssen. Ich schaffe es, wie man hier sieht, noch nicht. Wenn ich dann mal soweit bin, Level 100 bin, wenn das alles klappt, dann hoffe ich mal, dass ich das schön zeigen kann, dass man da in einem richtig schön durchrutschen kann. Naja. Der Guild War ist am zu Ende gehen. Vielleicht kann ich nochmal Punkte reinhauen. Ist auch eine wichtige Sache. Ah, nee, ist zu Ende. Schade. Zeige ich jetzt eigentlich zu viel? Nö. Ja, wir haben gut Punkte gemacht. Finde ich richtig gut. House of Zeke. Tut mir leid, falls ihr das jetzt seht. Aber ihr hattet nur 50 Punkte. Vorher schon, habt jetzt 6000, das ist doch auch schon mal nett. Battle. Ach nee, ah, okay, jetzt habe ich es kapiert.
50 plus auf 6000. Wir sind jetzt auf 19.000. Urban Haar, ja gut, nicht mit Ruhm bekleckert. So, dann schauen wir mal weiter. Wie viel haben wir noch? 5, genau. Das reicht noch einmal, um mit zwei meiner Leute drauf zu hauen. Da nehme ich am Anfang auch nie Freunde mit. Erstens habe ich ja keine Freunde, nein. Das ist mir am Anfang noch zu schade. Später, wenn ich dann merke, dass mit meinen eigenen Charakteren das auch mit dem zweiten dann schon schwierig wird, nehme ich dann statt meinem zweiten dann einen Freund mit, einen relativ starken. Und dann wird es schon besser. Und wenn es dann halt auch nicht mehr geht mit dem starken Freund, dann muss man halt dann eine dritte Person mitnehmen und so weiter und so weiter. Muss man mal schauen. So. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch BlueStacks benutzt. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch das Gefühl habt, dass diese neue BlueStacks-Version jetzt ein bisschen hakt manchmal. Also, dass sie, ja, wie soll ich sagen, streckenweise... Warte mal, wir haben hier Luft und Wasser. Das ist doch genau das, wo wir eigentlich sogar doppelten Schaden bekommen sollten. Auch wenn die Rüstung nicht so weit ist. Schauen wir mal, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ob die überhaupt zur Geltung kommt. Weil Problem wird jetzt sein, also Problem, positiv ist jetzt, dass mein Hauptcharakter natürlich auch 25% Schaden mehr macht. Deswegen, selbst wenn ihr kurz vorm Sterben wart, in Anführungsstrichen, und nehmt dann wieder mehr Leute mit, kann es gut möglich sein, dass ihr dann mit dem einen recht gut durchkommt. Oder ohne die Verstärkung durchgekommen wärt. Ihr versteht, was ich meine. Dass es aber trotzdem so ist, dass ihr es ohne nicht geschafft hättet, weil einfach, ja, sieht man jetzt hier ja auch wieder. 25% mehr Schaden ist halt einfach was. Schade, wieder keinen Powerschlag machen können. Und kriegen wir nochmal 5? Hm. Gut, dann war's das. Dann haben wir jetzt noch 4-mal zu besiegen. Sollte machbar sein, sollte okay sein. Ja, hier mit einer Lampe und einer Axt. Weiß ich jetzt nicht, ob das so wunderhübsch ist. Ja, ich selbst hatte noch nie eine Nemesis-Rüstung. Ich sollte nicht drüber lästern. Gut, dann machen wir das hier noch zu Ende. Dann will ich euch gerade nochmal zeigen, welche Fehlermeldung kommt, wenn ich versuche, die Gilde zu verlassen, falls es nicht funktioniert. Und dann sind wir schon wieder fertig mit diesem Special. Ich werde heute oder demnächst mal noch ein Special machen über freie Diamanten. Weil ich finde, da sollte man auch immer mal ein Augenmerk drauf haben. Gehen wir in die Gilde. Ich hoffe, dass da jetzt nichts allzu... Da unten verabschiede ich mich. Über Eid 3 und jetzt mal Leave Guild. You cannot leave Guild while Guild War Event is running. Gut, dann ist das halt so. Vielleicht ist es auch so gemacht, dass man dann nicht einfach in eine andere Gilde wechselt und bessere Sachen abstaubt, wobei es ja jetzt immer noch mittendrin ist im Gilden War. Und ich eigentlich meine Hauptgilde gerne unterstützt hätte, aber gut, ist jetzt halt so. Muss ich halt hier noch mehr unterstützen, dass wir weiterkommen. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Werte nochmal zum Angucken, also 1193 ist ordentlich. Gut, ich hätte es gerne umgedreht, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Angriff besser ist als Verteidigung, aber ist halt jetzt so. Ja, dann gehabt euch wohl und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, euer Eid.